herzlich willkommen hier wieder bei Summoner's War mit der Caro. Ja, wir machen heute mal wieder eine Spielervorstellung, so wie gestern und vorgestern. Nein, wir machen heute noch mal eine Spielervorstellung von einer Person. Das wird auch heute die einzigste Person sein, die wir heute machen. Das ist, wartet. Hier, Viaviato. Den machen wir heute. Und ja, Monster habt ihr gerade schon an sich ein bisschen gesehen und jetzt gehen wir mal genauer darauf. So, wen haben wir da? Schon mal die Megan. Was haben wir für Runen? Res. Speed. Okay. Ja, also da würde ich jetzt schon mal so an sich sagen, du solltest dich entscheiden, ob du sie auf Death machst oder auf, ja, HP. Das Ding ist, du hast sie hier auf Speed, das ist eine gute Sache. Speed ist immer gut, sie soll immer schnell drankommen. Aber hier geht's halt weiter. Rest würde ich rausnehmen und dafür würde ich HP-Prozent nehmen und hier würde ich genauso HP-Prozent nehmen. Ich würde jetzt nicht auf Death gehen. Wenn du aber sagst, da hast du die besseren Runen, dann mach hier Death und auf Slot 6 auch Death. Weil sie soll lange durchhalten, sie soll lange aushalten, sag ich jetzt mal so. Und deswegen entscheide dich für eine Sache, die du machen möchtest. Ja, also HP Prozent oder Death. So, gehen wir weiter. Die eigentlich? Nee, hat sie nicht. Achso. Ich würde die Gewaltruhen übrigens rausnehmen. Nimm Tempo-Ruhen. Tempo und Fokus, ja. Dann hast du ein bisschen ACC drin und du hast mehr Speed. Ja, also das nochmal zur Megan. Weiter, hier Fuko. Unser Lich. Jetzt hast du hier HP Prozent, Crit-Schaden. Und da wirst du sicherlich hoffentlich auch noch eine HP Prozent suchen für Slot 6. Die Mischung aus deinen Runen ist nicht so pralle. Die beiden hier oben kannst du eigentlich komplett rausnehmen. Ja. Nimm am Anfang wirklich die Runen, wo du auch die 4-Sterne-Runen oft findest, beziehungsweise gute 4-Sterne-Runen auch findest. Und das ist jetzt bei ihm sozusagen, ja, Tempo würde ich jetzt nicht geben. Ich würde halt komplett auf Energie gehen, ja. Also wenn du komplett erstmal am Anfang auf Energie gehst, bist du auf der besten Seite. Er hält lange durch und ja, also so würde ich es machen. Alles auf Energie und los geht's. Hier HP-Prozent, da habt ihr... Crit-Schaden und da habe ich Prozent. Wir können uns nochmal die Fertigkeiten kurz durchlesen. Greift einen Feind mit der Seele der Toten an und reduziert das Angriffstempo des Ziels 2 Runden lang mit einer Chance von 75%. Okay, weiter. Greift den Verzögerer mehrfach an und schwächt pro Angriff mit 35% scheint die Verteilung für 2 Runden. Effekte, die Angriffstempo reduzieren, erlöschen und der Feind wird eine Runde lang betäubt. Er stellt jede Runde ein Schild in Proportion zum Level, eingehender Schaden zu absorbieren, reduziert das Angriffstempo des Angreifers eine Runde lang, wenn du angegriffen wirst und den Schild besitzt. Genau, also nimm hier Crit-Schaden auf jeden Fall raus und mach hier HP-Prozent rein. Das macht mehr Sinn, sage ich mal, dass er gut lange aushält. Hier unserem Vampir, totaler Favorit von denen, was ich jetzt hier auf der ersten Seite sehe. Brauchst du definitiv irgendwann auch. Tempo und Klinge sind gute Runen, die du schon mal ausgesucht hast. Hier HP Prozent. Da würde ich eher auf Speed gehen. Hier muss Crit-Rate rein. Und hier auch HP Prozent. So würde ich es machen. Du könntest es natürlich noch ein bisschen anders bauen. Du könntest jetzt hier Speed, hier Crit-Rate und hier ATK Prozent reinmachen. Aber geh hier oben lieber auf HP Prozent, dass er irgendwann bei den Drachen richtig gut aushält. So, das zum Vampir und erweck ihn auf jeden Fall. Huhu. So, aber super Monster, der Vampir. Brauchst du wahrscheinlich eher nicht lange. Ihn brauchst du genauso wenig lange, also nicht Fokus darauf setzen. Sie, hier guck mal nochmal auf die Fertigkeiten fix. Lässt eine Mana-Blase platzen, die dem Gegner mit einer 50% Chance Schaden zufügt und stärkende Effekte entfernt. Der Schaden des Angriffs steigt mit deiner eigenen Max-HP. Okay, also wir brauchen viel HP. Entfernt alle schädlichen Effekte eines Verbündeten und baut ein Schild auf.
der den Schaden für 3 Runden lang absorbiert. Die Absorbiermenge ist proportional zu deinem Level. Okay. Dann hier singt ein unwiderstehliches Lied, das Gegner für 1 Runde lang verführt und einschläfert. Okay, also was brauchen wir? Wir brauchen ein wenig ACC und ganz viel HP-Prozent. Was machen wir da? Wir nehmen auf jeden Fall schon mal Energieruhen rein. Ja, die gute braucht Energieruhen. Die Fokusruhen kannst du drinnen lassen, den Rest hier alles raus. Alles am besten erstmal auf Energie gehen, bis du irgendwann vielleicht Gewaltruhen hast, die HP-Prozent haben. Und hier alles Energieruhen und HP-Prozent, HP-Prozent. So wie du es hier an sich schon gemacht hast, die ATK-Prozent nicht. Da braucht man eine HP-Prozent, ihr HP-Prozent, HP-Prozent. Toast bin ich persönlich kein Fan von, wirst du auch nicht lange haben. Der Windtoast ist an sich gut, der Feuer eher nicht. So, dann haben wir hier eine Shannon. Shannon auf jeden Fall behalten. Du hast zwar hier vorne auch eine Megan, deswegen fokussiere dich erstmal auf Megan, da wo du die besseren Runen hast. Hier bei ihr sieht man ja, du hast da nicht so die perfekten Runen. Die kannst du irgendwann auf jeden Fall mal aufleveln. Die wird dir auch noch irgendwann vielleicht weiterhelfen. Ich finde ja ihre Fertigkeit hier, die zweite, eigentlich super klasse zu der dritten. Kräft alle Feinde und reduziert ihr Angriff um 2 Runden lang. Super klasse, 80% Chance, deswegen Top Monster, Top Teil und hier dann noch die dritte natürlich. Also Shannon ist ja ein 2-Sterne-Monster und von mir bei dem Wind 2-Sterne-Monstern der Favorit. Auf jeden Fall 6 Sterne wert. So, nicht so pralle. Kann man mal nehmen als Angreifer sozusagen, aber auch keinen Fokus drauf. Wir gucken erstmal weiter, was du noch so hast. Eine Michelle, gut, wenn man keinen Grind hat, dann ist sie echt ganz gut. Dadurch, dass sie ja wiederbeleben kann, sage ich in jedem Video eigentlich, dass sie super ist zum Wiederbeleben. Geh mal weiter. Sylphide, auf jeden Fall 6 Sterne wert. Kann dir immer helfen, vor allem weil du, ich glaube, ja noch keine Chloe hast. Wenn du noch keine Chloe hast, warte, ich war ja noch nicht am Ende, aber ich, ja, warte, du hast keine Chloe. Deswegen ist Assassin's eine super Option, sage ich mal, dein Team in der Dev stark zu machen, sozusagen. Bei ihr kannst du dich sozusagen entscheiden, auf was du gehst. Du könntest bei ihr auf ATK-Prozent komplett gehen, ne? Oder du gehst bei ihr auf HP-Prozent. Sie ist wirklich individuell. Sie hat super States hier eigentlich. Wenn du sie ja dann irgendwann mal auf 6 hast, siehst du das, dass der ATK-Wert hoch ist, der HP-Wert und der Def-Wert auch super hoch ist für so ein Monster. Ne? Also auf jeden Fall 6 Sterne wert. Und da kannst du dir halt überlegen, welche Runen du nimmst. Eigentlich, ich finde, bei ihr kann man alle möglichen Runen nehmen. Man kann komplett alles voller Energie machen. Man kann auf jeden Fall Gewalt machen. Man kann Tempo machen. Okay, Tempo, ja, kann man machen, ja. Man könnte auch auf Slot 2 zum Beispiel Speed reinmachen, ja, damit sie immer als erstes drankommt und so. Und dann könnte man zum Beispiel auf Tempo gehen. Man kann Qualruhen reinmachen, die Betäubungsrate erhöhen, ja. Dadurch, dass sie ja hier diese Fertigkeit, die hat, die alle angreift. Deswegen ist Betäubungsrate Qual auch keine schlechte Option. Es gibt mehrere Optionen, die du hier wählen kannst. Da kannst du dir eine aussuchen. Du kannst dir auch gerne mal von deinen Freunden oder von mir oder wie auch immer die Monster angucken und die Assassins sozusagen angucken, wie wir oder ich sie geruht habe. Das steht dir frei und da kannst du eigentlich nehmen, was du möchtest, weil bei ihr gibt es kein Geheimrezept. Sie ist ein super Top-Monster, was mit ihrem Schild echt Bombe ist. Lohnt sich allerdings aber erst das Schild so, wenn sie 6 Sterne ist, ja? Weil sonst ist es zu schnell zu durchbrechen. Hier gehen wir weiter. Windmeerjungfrau hast du auch. Lässt eine Mana-Blase platzen, die dem Gegner mit einer 50% Schaden zufügt und Stärkendefekte entfernt. Der Schaden des Angriffs steigt mit deiner eigenen HP. Also wir brauchen auch wieder HP. Hier entfernt alle Schäden. Das ist genau so das Gleiche. Und die dritte greift deinen Gegner 3-mal an. Jeder Angriff hat eine 15% Chance für 2 Runden, die Verteidigung zu senken, die HP-Regeneration zu stören und den Gegner zu hindern, seine Fertigkeiten mit Abklingzeit zu verwenden. Also auch eine super Sache. Würde ich genauso machen wie bei der vorhin. Alles auf Energie setzen, ein bisschen ACC rein und dann ist alles super. Also HP, HP, HP.
Rakasha Wasser ist auch eine super Option, sag ich mal, wenn man kein Wasser, gutes Wassermonster hat, Angreifermonster, ist sie auch sehr gut. Die Feuer ist natürlich die beste, aber Rakasha Wasser ist auch super. Es kann ja nicht jeder eine Hava haben, es ist ja so. Aber vielleicht bekommst du irgendwann eine Hava und dann kannst du was draus machen. Hier haben wir den Windtoast, was ich ja vorhin angesprochen hatte mit seinen Fertigkeiten, ja. Er erhöht die kritische Rate, hier greift alle Feinde an, auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, alle Feinde anzugreifen, ja. Dann hier greift alle Feinde an, indem die magische Flöte gespielt wird und setzt ihren Angriffsbalken auf 0. Also auch eine super Sache, um, sage ich mal, ein Tempo-Team ein bisschen zu stoppen, ja. Und den Angriffsbalken dann gleich mal wieder runtersetzt. So, Kung Fu nicht so pralle, Brownie Magier war ja jetzt das Event, auch eine super Sache in der Arena, wenn er zum Beispiel gleich hier mit seiner zweiten Fertigkeit kommt, bam, sag ich mal, die Verteidigung gesenkt und dann kommt zum Beispiel jetzt mal eine Barrette, der auch alle angreifen kann und bam, und schon ist die Hälfte, sag ich mal, des Gegners abgezogen. Wenn nicht sogar das Ganze, ja, so hängt von ab, was ihr für einen Gegner habt, ne, ist klar. So, wen haben wir noch? Licht auf 9. Wasserlicht brauchst du nicht. Kannst du irgendwann opfern. Hier Rauch kannst du auf jeden Fall aufbetteln. Ist auch ein 6-Sterne-Wolf. Ist auch ein 6-Sterne-Typ. Den kannst du auf jeden Fall aufwerten, bis er auf 6 Sterne ist. Und hier solltest du auf jeden Fall komplett auf ATK-Prozent gehen. Die Katzen bin ich auch nicht so der Fan von, ja. Man kann die Dog vielleicht benutzen, die Licht hatte ich, glaube ich, in einem anderen Video, da kannst du auch nochmal gucken. Da habe ich sie auch mal vorgestellt, deswegen aber auch kein Fokus drauf. Hier der Windpirat finde ich, wie gesagt, wie ich in allen Videos sage, ein Top-Typ, ist ein 6-Sterne-Monster wert. Also auf jeden Fall behalten und irgendwann aufbetteln. Aber du hast noch genug Monster, wo du Arbeit reinstecken musst. Ja. Das war's dann auch wieder hier zu unserem... Warte, ich guck nochmal nach dem Namen. Nicht, dass ich das Falsche sage. Hier mit unserem Viato. Ich hoffe, ich konnte dir auch ein wenig helfen. Wie gesagt, ich kann nicht immer stundenlange Videos machen. Deswegen, jetzt sind es auch schon wieder 12 Minuten. Ich wünsche euch noch was. Ich werde jetzt dann, denke ich mal, ein nächstes Video gleich machen. Bis dann und viel Spaß. Tschüss.